In den Gemeindeämtern ist eine Initiative für das Interesse an der Arbeit nötig. Solchen Standpunkt hat der Sprecher des Rates der Republik, Anatoly Rubinow, ausgesprochen. Die Rede darüber hielt er in der Ratssitzung nach dem Wechsel der Organe in den Gemeinden, die sich im Rat der Republik versammelten. Zur Sitzung in der Hauptstadt sind die Vertreter der Gemeindeämter der Länder mit verschiedenen Niveaus von den Vorsitzenden der regionalen Räte bis zu den ländlichen Ältesten gekommen. Nach Meinung Rubinova gibt es keine schwerwiegenden Hindernisse des gesetzgebenden Niveaus, die stören würden, die Probleme in den Gemeinden jetzt zu lösen. Der Chef der Nationalbank hat die Einleitung der Wirtschaftssanktionen als eine Wildheit und ergebnislos bezeichnet. В условиях глобальной экономики и условиях открытия всех мировых рынков они не могут какие-то дать на самом деле санкции. Die Einleitung der Wirtschaftssanktionen ist die Wildheit im 21. Jahrhundert. Heute beträgt der Handelsumsatz mit der EU 15 Milliarden Dollar im Jahr, und in diesem Jahr ist der Saldo für uns negativ. Das heißt, wir kaufen in Europa mehr als wir verkaufen. Wir können die Ausrüstung in anderen Ländern, zum Beispiel in China, auch kaufen. Aber es ist vorteilhaft, mit der Europäischen Union zu arbeiten. Wir wollen den Warenumsatz wesentlich vergrößern, und am Ende des 5-Jahr-Plans kann er 30 bis 40 Milliarden Dollar betragen. Unter den Bedingungen von Wirtschaftssanktionen kann es das Ergebnis nicht geben. Мы с ними и будем дальше развивать. Мы уверены в том, что в этой пятилетке у нас увеличится то оборот, если все будет нормально, не менее чем 2,5-3 раза. Это же огромная цифра, даже для Европы. Не менее 30-40 миллиардов мы имеем через 5 лет оборот. Еще раз повторяю. Piotr Prokopowitsch hat auch über die weitere Liberalisierung in der Bankumgebung gesprochen. In diesem Jahr werden zum ersten Mal die privaten Banken aktiv beginnen, an der Realisierung der Staatsprogramme teilzunehmen. Dies zu gleichen Teilen mit den staatlichen. Schon in der allernächsten Zeit wird die Annahme der entsprechenden Verordnungen des Präsidenten erwartet. 2011 wird der weißrussische Rubel gefestigt werden. In den nächsten 5 Jahren wird sein Kurs stabil und vorhersehbar sein. Es wird auch die Einleitung der einheitlichen Währung im einheitlichen Wirtschaftsraum nicht ausgeschlossen. Бодрящих напитков, за ним по-прежнему первое место. Зеленый либо черный, согласно социологическим данным, предпочитает 2 человека. In Siewiczach wurde das große Teetrinken in der frischen Luft veranstaltet. Сегодня и вовсе забыли. Благодаря морозу 10-градусному тропы к чайным столам не заметались. Zum Feiertag des Tees hat sich im alpinen Zentrum eine Gesellschaft aus China, England und Russland getroffen. In der Familie der aufmunternd den Getränke fällt der erste Platz nach wie vor dem Tee zu. Zwei von 3 Personen bevorzugen den grünen oder schwarzen Tee. Den einstigen Konkurrenten des Tees, den Kaffee, wurde in Siewiczach bei diesem Treffen total vergessen. Der Teepfad ging über den Bad Lugolschino, und es wurden an den Teeständen die Aromen der Erdbeere, der Kamille und der verschiedensten Fruchtgeschmacke kostenlos angeboten. Und sonst war auch der angebotene Imbiss nach russischer Tradition. Und welchen Feiertag ohne 5 O'Clock? Der Tee ist in England immer mehr der patentierte. Das Wintertee trinken nicht beim warmen Kamin ist eine gesamteuropäische Tendenz. Auch in China werden ähnliche Feiern zum Tag des Tees durchgeführt. So auch im schweizerischen Davos und im Zakopane in Polen. Im Hafen Odessa hat das Tankschiff mit dem aserbaidschanischen Erdöl für Belarus angelegt. Nach dem Ausladen wird der Rohstoff nach Mosulski über die Erdölleitung Odessa-Fort abgesandt werden.
Die Leitung ist fertig und die Durchpumpung erfolgt regelmäßig nach Belarus. Der Vertrag zwischen der belarussischen Erdölgesellschaft und der staatlichen Erdölgesellschaft Aserbaidschans sieht eine Lieferung von 4 Millionen Tonnen des Rohstoffs in diesem Jahr vor. Das Tankschiff Minerva Astra unter der griechischen Fahne hat in den Odessa-Hafen südlichen 81.000 Tonnen des aserbaidschanischen Erdöls geliefert. Nach dem Ablass in die Uferbehälter wird der Rohstoff ins System der Hauptleitungserdölleitungen und Transnaft gepumpt. Außerdem werden in der allernächsten Zeit mehr als 100.000 Tonnen des venezolanischen Erdöls für Musoyevsk über den Meerhandelshafen Odessa mit der Bahn abgesandt werden. Jetzt befindet sich im Erdöl- und Erdgasterminal des Hafens 34.000 Tonnen des Rohstoffs, der vom vorhergehenden Tankschiff verladen worden ist. Außerdem bereitet sich für das Ausladen auf der Rede das Tankschiff Minerva Clara vor, das aus Venezuela 78.000 Tonnen des Erdöls für Belarus lieferte, wobei Belarus nur den Wert bezahlen muss. Zurzeit sind zur Auslastung des Rohstoffs 86 Zisternen fertig. Wir erinnern, dass die erste Million Tonnen des venezolanischen Erdöls für Belarus bereits nach Belarus geliefert wurde. Einnahmen aus den Abfällen. In Belarus wurde diese Technologie gestartet. Der Nutzeffekt von der neuen Bioanlage auf Bobrum ist: Der Betrieb erwirtschaftet bis zu $200.000 im Jahr. Die Rückflussdauer der Investitionen des Projektes nur 1,5 Jahre. Wobei die Einkünfte buchstäblich aus den Abfällen kommen, die durch Gärung und Umwandlung in Gas erwirtschaftet werden. Juri Kornienkow, der Chefingenieur des Betriebs: Die Bakterien im Reaktor verbinden sich mit den organischen Stoffen, die in den Abwässern enthalten sind. Und als Folge hebt sich aus diesem biochemischen Prozess das Methan und das kohlensäure Gas raus. Das Erzeugen des Biogases, zum Großteil aus den Abfällen bei der Produktion des Spiritus, ist ein Pilotprojekt in Belarus. In der Republik gibt es mehr als 20 Unternehmen, die den Spiritus erzeugen. Die Abfälle von diesen Produktionen werden auf Müllplätzen abgelagert. Teilweise wird es auch dem Tierfutter beigemengt. Wenn man berücksichtigt, dass jedes solcher Unternehmen nach groben Schälungen bis zu 200 Kubikmeter der Abfälle pro Tag erzeugt, kann man berechnen, sowohl den ökologischen Schaden als auch die Alternativen in den Wind hinausgeworfenen Energieressourcen. Und von der toten Fracht liegen Millionen Tonnen dieser Abfälle auf den Müllhalden. Außerdem Energieeffekt verringert die Biogasanlage auf Bobrusk die schädlichen Abfallstoffe um bis zu 70%. Das Unternehmen hat sich auch auf die Erzeugung von Heizpickets aus Abfällen spezialisiert und auch hier erstreckt sich der Kundenkreis in das benachbarte Ausland. In Belarus sind die Winterwettbewerbe Schlittenhundefahren zum ersten Mal durchgeführt worden. Um bis zur Stelle der Wettbewerbe zu gelangen, musste man die Fahrzeuge im Wald parken und zu Fuß 2 Kilometer durch den Forst spazieren. Doch die Hauptfiguren waren die Hunde. Die sibirischen Husky. Der Ruf des Anführers vor dem Start stimmt auf den Kampf die ganze Mannschaft an. Und nur der Kenner weiß, dass das Geheimnis des Sieges im Vertrauen zwischen den blauäugigen Lieben und schnellen Tieren liegt. Arnoldas Akelaitis, Teilnehmerin der Wettbewerbe aus Litauen: Diese Hunde haben große Energie, aber man muss sie richtig, sogar menschlich behandeln. Sonst wird das Vertrauen zerstört. Ein Gespann besteht aus 2 bis zu 8 Hunde, wobei lediglich nur 2 Hunde aus eigenem Besitz sein dürfen. Mit anderen Worten, will ein Teilnehmer mit mehr als seinen 2 eigenen an den Start gehen, so werden ihm fremde Hunde zugeteilt. Mit den zugeteilten Hunden hat man keine Zeit zu trainieren bzw. gibt es auch keine persönliche Kontaktaufnahme mit diesen. Die Hunde werden eingeschirrt und der Teilnehmer gibt den Startbefehl und muss das Gespann leiten. Die Huskies sind freundliche, gutmütige und gesellige Wesen untereinander und es liegt beim Hundeführer alleine, diese Tiere so zu lenken, dass sie ihn zum Sieg führen.
Natalia Talanova, Teilnehmerin der Wettbewerbe aus Russland. Für mich ist es ein Adrenalinstoß. Es werden Geschwindigkeiten bis zu 34 Kilometern erzielt. Es ist alles sehr prima, mir gefällt es einfach. Die Stafette, eine der farbenreichsten Etappen der Wettbewerbe. Es handelt sich darum, dass hier alle Teilnehmer gleichzeitig starten. Aber vorauszuahnen, wer wird siegen, ist tatsächlich unmöglich. Manchmal läuft der Skiläufer schneller als der Hund und die Mannschaft verirrt sich in der Reiseroute und unerwartet wird die Richtung getauscht. Aber die Mehrheit kommen hierher nicht um zu siegen, sondern um sich frei, wie in sibirischer Umgebung sich zu fühlen. Дарья Белоусова-Петровская, Андрей Мушавец, наши новости.